Gott, heute ist nicht mein Tag. Ich nehme mir einmal vor, Videos zu drehen und es klappt einfach nicht. Alles spinnt. Der Ventilator, ich habe zu wenig Platz. Da ich sitze richtig ganz eng hier, weil ich keinen Platz habe, irgendwas da irgendwie zu platzieren. Ja, egal. Regen wir sich nicht drüber auf. Ich hasse auch heute meine Haare, wenn man voll sieht, was Extensions ist und was nicht. So viel zu, man sieht das dann nicht, blöde Friseurin. So, fangen wir mal an, bevor ich da noch weiter irgendwie Blödsinn daherlabere. Ich habe mir ganz viel gekauft. Ich mische das jetzt durch. Ich zeige euch jetzt nicht alles einzeln, weil da ist auch Yves Rocher, DM und Müller drin. Und ich zeige euch das jetzt so einfach wild durch. Da habe ich noch mehrere. Ich glaube, einer steht sogar noch draußen in der Küche. Aber ich glaube, ich habe 4 mir gekauft von denen. Das ist ein Aftersun Duschschaum. Der ist so geil. Einen habe ich in Verwendung. Und 3 müsste ich noch als Backup haben. Aber der ist so, so gut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo nicht eh noch einen habe. Dann habe ich mir gekauft, ich habe das in der Werbung gesehen, ich Werbungsopfer. Und weil ich wissen wollte, ob es funktioniert, habe ich mir das gekauft. Das ist diese Garnier, eigentlich mag ich ja kein Garnier, das wisst ihr. Aloe Air Dry Cream Leave-In Cream. Diese komische, die was man in der Werbung eh auch sieht. Ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal verwendet, deswegen ist auch ein bisschen was weg. Ich meine, man sieht es nicht. Ja, ich glaube, das wird heute noch öfter passieren. Ich mag die aber wirklich gern. Ich mag den Duft voll gern und ich mag das, was mit meinen Haaren macht. Ich habe es jetzt nicht drinnen, komischerweise, aber ich merke, wenn ich es nicht drinnen habe, fühlen sich die Haare wohl komisch an. Aber mal schauen, wir werden mal sehen, wie es dann im Laufe der Zeit findet. Dann habe ich hier ein Peeling mir gekauft. Das war nämlich damals in Aktion. Das schaut voll eklig aus, aber es riecht voll geil. Und weil es in Aktion war und weil ich unbedingt ein neues Peeling brauche, obwohl ich ja dann das dann von der Tanja bekommen habe, das von Lush, habe ich mir das mal mitgenommen. Das riecht so geil. Und es ist ja auch, glaube ich, Limited Edition. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oh ja, es ist limitiert. Da auf der Seite steht es in rosa. Also es ist... Ich muss aufpassen, dass mein Hund nichts anstellt. Es ist limitiert und deswegen habe ich gedacht, nimmst du es mal mit. Dann habe ich hier ein Rasiergel von Balea mir gekauft. Das riecht auch geil. Das gab es aber, glaube ich, schon mal. Weil das, die Verpackung kommt mir extrem bekannt vor. So sieht das aus. Also ich kenne das, glaube ich, schon. Also das gab es schon mal. Dann habe ich mir gekauft, das war reduziert bei mir, wo ich arbeite. Das ist das Lancaster Gesichtswasser. Ich bin so ein Opfer und brauche natürlich auch ein Gesichtswasser für den Abend, leider. Weil, wie soll ich sagen, ich brauche das einfach. Es war nämlich um 12,95 € reduziert. Ja, und es geht sowieso aus dem Sparky, stell ja nichts an. Es geht sowieso aus dem Sortiment und da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du es einfach mit. Mal zum Probieren. Außerdem brauche ich einfach was für den Abend. Ich kann einfach nicht am Abend kein Gesichtswasser nehmen. Ich habe die ganze Zeit nur die Reinigungsmilch verwendet und irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe noch einen Beauty Blender mir gekauft. Das ist der hier in so einem Mintgrün. Ja, ich habe ihn noch nicht verwendet, wie ihr seht. Ich habe auch vergessen, dass ich mir den schon wieder gekauft habe, was ja eben mal wieder typisch ist. Dann, wie gesagt, war ich ja bei Yves Rocher. Da habe ich mir 2-mal die Reinigungstücher gekauft von Pure Camille. Seht ihr hier. Und dann habe ich mir die Reinigungsmilch, glaube ich, hieß das. Es steht da Reinigung und Lotion. Aber ich sehe es eher als Reinigungsmilch. Die habe ich ja jetzt schon in Verwendung und meine wird fast leer. Das, oder beziehungsweise ist fast leer, ich kann kein Deutsch mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme die mit, weil ich komme nicht mehr so oft zum Yves Rocher. Und ja, da habe ich noch einmal die Pure Camille Reinigungstücher. Und dann noch einmal, weil ich komme ja, wie gesagt, nicht so oft zum Yves Rocher. Dann schmeißen wir die alle daher. Habe ich mir beim NYX, das zeige ich euch kurz, ich habe das auch für mein Augen-Make-up heute verwendet, man wird es halt nicht sehen. Ich finde, das sieht gar nicht lila aus. So, wenn ich mich im Spiegel anschaue, schaut das so pink-lila aus und in der Kamera irgendwie gar nicht. Da schaut das innen aus irgendwie wie weiß. Na ja, egal. Ich habe nämlich was braucht für lilane Lidschatten. Und beim NYX gibt es solche Base, sind die glaube ich gar nicht. Man sieht, ich habe schon verwendet. Ja, aber es hat, gestern hatte ich es, glaube ich, oben und da hat der Lidschatten nicht so gut gehalten. Ich habe heute ein bisschen mehr verwendet, weil die hat mir gesagt, bei NYX, ich soll nicht so viel davon verwenden, wenn ich es als Lidschattenbase nehme. Aber irgendwie hat das dann nicht gehalten. Also mal schauen, wie es jetzt ist dann. Ich habe ein Micellenreinigungswasser als Geschenk bekommen bei Yves Rocher. Man sieht das gar nicht, weil das so klein geschrieben ist.
Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal in groß. Dann habe ich noch ein Duschgel geschenkt bekommen von Yves Rocher. Dann war ich ja, wie gesagt, beim NYX, im Donauzentrum war das mit der Mien. Und ich habe ja von Sleek ist das, diesen Porenverfeinerer, und den finde ich wirklich gut. Und ich habe so eine ähnliche Textur gesucht. Und eben durch Zufall, durch das, dass wir beim NYX waren, habe ich eben den auch gesehen, habe den Tester probiert und habe den gleich mitgenommen. Weil der ist genau so, wie ich ihn haben will. So, endlich ist ein Sack einmal leer. Das verstehe ich nicht. Ich habe mir die erst gekauft. Da soll eigentlich ein Panda-Gesicht drauf sein. Ich mag wissen, wo das ist. Wir werden es sicher gleich finden. Ich habe mir nämlich meine Make-up-Inferner wieder gekauft und dann habe ich die eben gesehen. Ich sehe auch gerade, dass da geschmackigerweise ein Haar von mir draufklebt. Finde ich sehr geil. Ja, leider ist der Panda-Kopf abgerissen. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Dann habe ich mir diese Zahncreme, Shine-On Whitening Zahncreme gekauft mit Ingwer. Die geht leider aus dem Sortiment, die war bei uns um 2 Euro reduziert. Zuerst habe ich mir nur eine genommen, habe die probiert und habe mich so verliebt in die, dass ich die gleich gebunkert habe. Ich verstehe es eh nicht. Wir haben die erst gekriegt und sie geht aus dem Sortiment. Kann ich irgendwie nicht ganz verstehen. Meine Haare gehen mal so am Arsch. Ich war extra beim Friseur. Puh. Ja. Dann habe ich mir noch gekauft dieses Balsam von Biotherm zum Abschminken. Hätte ich nicht braucht, aber ich habe es mal gekauft. Das sieht eklig aus. Unten. Das Öl habe ich mir auch wieder nachgekauft von Biotherm. Ich zeige es euch nur kurz, weil das schaut wirklich grauslich aus. Und das habe ich mir auch wieder nachgekauft. Dann habe ich mir Mangas gekauft. Einen habe ich schon gelesen, den zur Hölle mit Enra. Teil 3 habe ich schon fertig gelesen. Da war ich sehr, sehr schnell, weil die habe ich mir erst gekauft. Da habe ich noch Teil 4 mir gekauft. Und von Death Note habe ich mir Teil 2 und Teil 3 gekauft, weil die mir gefehlt haben. Weil sonst kann ich nicht weiterlesen. Ich habe das Gesicht vom Panda gefunden. Ist das nicht niedlich? Billige Verpackung for the win. So, ich habe nochmal so einen Duschschaum gefunden und noch einmal die Zahncreme. Also viermal, glaube ich, habe ich sie insgesamt. Oder? Öfter? Ich glaube nur viermal. Nur ist eh gut. Ja, viermal, glaube ich, habe ich es. Dann habe ich die mal gefunden. Da muss ich mich verteidigen. Ich habe die in einen Sacker gefunden, wo ich weggeräumt habe. Vor meinem Urlaub war das. Also ich habe schon am Wochenende frei gehabt und habe dann lauter Sachen gefunden, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Also das Biotherm-Sachen waren das und die zwei. Ja, also die habe ich auch noch gefunden. Habe ich mir jetzt natürlich nicht gekauft, weil das ist ja Winter, aber habe ich noch gefunden. Dann habe ich mir eine Seife gekauft, die ich endlich dann ins Badezimmer stellen kann. Das ist von Aveo die Kokosmilch. Ich finde die nur relativ flüssig. Die haben die Aveo-Seifen voll flüssig gemacht. So sieht die aus. Ist eine Limited Edition. Dann habe ich noch so einen Badezusatz, weil die reduziert waren, habe ich die damals gekauft, eh gleich ein kleines Opfer. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Mann, jetzt wird es langsam ernst. Dann habe ich mir diese In-Dusch-Body-Lotion gekauft, die ich jetzt endlich auch in mein Badezimmer stellen kann. Ich habe mir auch die von Aveo gekauft, nur habe ich die schon aufgebraucht. Die wollte ich euch auch zeigen, aber die ist leider leer geworden. Die war okay, aber ich bin gespannt, wie die ist. Weil die ist nämlich mit Shea Butter. Und ich bin echt gespannt, wie die ist vom Duft her. Könnte spannend werden. Ja. Dann habe ich mir noch dreimal, eine habe ich glaube ich auch schon aufgebraucht jetzt. Ja, eine ist auch schon leer. Dreimal habe ich mir die gekauft. Ich habe sie in einem anderen DM auch gesehen, aber ich habe sie mir nicht mitgenommen. Weil ich eh noch so viele andere Seifen habe, die ich noch aufbrauchen muss. Und ich habe mir eh davon noch zwei mitgenommen. Wenn ich sie irgendwann einmal sehen würde, würde ich sie mir nochmal nachkaufen. Weil die grüne fand ich wirklich gut von Balea. Das war die mit Apfel und Minze. Die war wirklich gut. Zwei habe ich ja noch und mal schauen. Dann habe ich mir nachgekauft mein Biotherm Gesichtswasser. Ich weiß, ich bin ein kleines Opfer. Aber ich finde das wirklich gut. Ich wollte zuerst ja wechseln, deswegen habe ich das Lancaster mir auch mitgenommen, weil ich halt nicht sicher war, welches ich jetzt nehme. Aber ich mag das viel lieber und deswegen, weil ich das nicht morgens und abends verwenden will, habe ich das, ich weiß, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn mir jemand zuhört, dann wird sie sicher denken, Alter. Aber ich habe das sehr schnell leer. Also meins ist bald leer, wenn ich es morgens und abends verwende und das will ich nicht. Und ich mag das so gern. Ich finde das wirklich gut. Auch wenn es mir keiner glaubt, aber es ist echt gut. Dann habe ich hier ein Duschschaum. Ja, wunderschön. Das war, weil er reduziert war. Überall Sparky seine Haare. Das ist der Hawaiian Dream Duschschaum. Der war um 1 Euro reduziert. Das war bei einem DM, wo ich nie hinkomme. Und ich glaube,
viele Leute auch nicht und deswegen gibt es immer noch die Sachen dann reduziert. Habe ich mich schon gefreut drüber. Natürlich wäre mir der Cheesecake lieber gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Noch reduziert habe ich mir den Bilou-Badeschaum da gekauft. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, oder? Sind die komplett auflassen worden? Weil der war um 1 Euro reduziert. Also habe ich mir gedacht, okay, um 1 Euro so eine 25 Cent günstiger, sehe ich gerade, aber habe ich ihn mitgenommen. Ja, wenn was reduziert ist, ist man das volle Opfer. Dann habe ich mir Deos mitgenommen, also von Balea. Weil ich habe gar nicht mehr wirklich viele. Glaubt man jetzt zwar nicht, aber ich kriege in letzter Zeit sehr viele Sprühdeos leer, weil ich in der Arbeit sehr viel sprühe. Und deswegen habe ich ein paar mitgenommen. Bevor ich aber euch die Deos zeige, zeige ich euch noch den Wasserspray, den ich mir mitgenommen habe. Der ist nämlich mit grüner Tee und Jasmin. Ich habe nämlich irgendwie Panik, dass der von Melone, den ich da stehen habe, sieht man den? Nein. Irgendwann wieder den Geist aufgibt und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir noch den, weil er war neu. Und ich habe keinen mehr, also das war die perfekte Ausrede für mich. So, dann habe ich mir, ich habe noch einen Rasierschaum, auch von Balea. Rasierschaum Tropic Papaya, der ist auch sehr geil vom Duft her. Ich meine, ich habe ihn noch nicht probiert, aber der riecht so gut. Ich sollte ihn vielleicht bald verwenden, weil nicht, dass ich ihn dann mir nicht mehr nachkaufen kann, wenn dann die wechseln wieder auf Winter, aber der riecht wirklich gut. Und das Coole ist, ich habe meine ganzen alten alle aufgebraucht. Jetzt habe ich nämlich noch einen von Müller gekauft, den habe ich jetzt vergessen euch herzubringen. Aber den werdet ihr dann eh auch in einem aufgebraucht Video sehen. Jetzt habe ich Schluck gekauft. Das ist der mit Vanille und der ist wirklich gut. Der ist extrem günstig, kostet nur 80 Cent und der ist wirklich gut. So, dann habe ich mir zweimal, dann sind wir Gott sei Dank durch, oder? Ich glaube, ich habe da nichts mehr. Oh nein, eins habe ich noch. Das habe ich mal bis zum Schluss aufgehoben. Zwei Deos habe ich noch, beziehungsweise vier. Ich habe mir nämlich unbedingt dieses Avocado-Deo kaufen müssen. Ich habe ja das Duschgel auch. Und jetzt habe ich mir die Deos auch davon gekauft, bevor sie wieder aus dem Sortiment gehen. Dann habe ich mir noch das neue gekauft. Da ist eine Banane drauf, deswegen wollte ich es unbedingt haben. Habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Wie gesagt, ich habe halt wirklich keine mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nimmst du die welche mit? Ja, und dann war ich gestern noch beim Douglas und habe ganz viele Proben bekommen. Ein Make-up, da hat mir die Minen ihres auch gegeben, weil sie hat auch Proben bekommen und hat nicht einmal was gekauft. Und ein Guerlain Serum habe ich noch gekriegt, weil ich mir, tada, die Biodermesens gekauft habe. Ich habe es endlich bekommen. Endlich. So sieht das Teil aus. Also das ist die Verpackung. Ich war erst voll baff, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Wir sind nur spontan in den Douglas reingegangen. Und da habe ich es dann gesehen und ich habe mir gedacht, okay, soll ich es jetzt mitnehmen oder nicht? Und ich habe es dann einfach mitgenommen. So sieht sie aus. Ich habe jetzt noch ganz viele andere. Ich habe auch von meiner Ex-Abteilungsleitung eine Lotion gekriegt von Lancôme, weil sie genau weiß, ich mag dieses Klumpert. Und ja, deswegen, aber ich habe mir gedacht, ich nehme es mit, bevor ich es dann nicht mehr finde. Und ich hatte ja noch einen 10-Euro-Gutschein und so. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme es einfach mit. Bevor du es wieder dann nicht bekommst, nimm es einfach mit. Das war auch das Einzige, was ich mittlerweile im Juni, na Blödsinn, wir haben ja noch Juni. Ja, das ist, also gehört es noch zu Juli dazu. Ich glaube, ich habe eben ein bisschen übertrieben den Monat. Aber ihr wisst ja, ich wollte das unbedingt haben und bevor ich eh nicht wieder dorthin komme, weil ich muss jetzt dann wieder 2 Wochen arbeiten und dann habe ich wieder 2 Wochen Urlaub und deswegen habe ich mir gedacht, nutze das aus, kauf's gleich und das hat sich dann erledigt. Ja, ich hoffe, euch ist das jetzt nicht zu schnell gegangen, aber ja, es war auch nicht so viel eigentlich. Also der Korb ist halb voll, fast voll. Ja, also ich habe versucht, nicht so viel zu kaufen, aber wenn man halt... wenn einem alles ausgeht, dann geht's halt einfach nicht anders irgendwie. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es mir so kurz vorkommt, aber ich glaube, das kommt mir nur wieder so vor. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr gekauft habt, wo ihr denkt, dass es nicht unbedingt notwendig war. Ja, weil ich glaube, mein Haul ist ein bisschen länger her, oder? Ein Monat, kann das sein? Ja, ein Monat, okay, ist nicht so lang her. Ein Monat ist eh noch human. Also das hat sich in der Zeit so ein bisschen zusammengesammelt. Hilf mir, Sparky. Herr Schwafeltopf. Jo, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es mir jetzt so kurz vorkommt, aber mir fällt auch nichts mehr ein. Und ich habe irgendwie meine Extensions falsch reingegeben. Seht ihr das?
Wir sehen sich im nächsten Video wieder.